Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Jade Empire. Ja, nochmal ein kleiner Einschub. Seid nicht verwirrt, wir sind eigentlich schon ein wenig weiter, aber ich wollte das mit den Zahnrädern ja noch machen und das kann man leider nicht mehr machen, wenn man schon so weit ist wie ich. Deswegen habe ich... Hallo? Okay. Deswegen habe ich schnell noch... Okay, die Soundfiles sind ein bisschen seltsam. Habt ihr gehört? Deswegen habe ich schnell noch die anderen Zahnräder besorgt. Die sind nämlich ganz hinten da am Ende. Ich zeige es euch nochmal, wenn wir dann zurückgehen. Das heißt, wenn man weiter zum inneren Hof geht, dort findet man noch eines dieser Blätter. Wartet mal. Wo hatte ich das jetzt? Werte umsortieren. Dialogfilter. Inventar. Genau. Und zwar haben wir jetzt hier auch alle Seiten aus dem Buch der Befreiung. Hier, ihr habt nur das vollständige Buch der Befreiung gelesen und wisst jetzt, wie das Ritual durchzuführen ist, mit dem ihr die Geister der noch in der Klagefestung verbliebenen kaiserlichen Soldaten von ihrem Fluch befreien könnt. Das Ritual muss am Schrein ausgeführt werden, da der Mazung der Quelle des Wassers geweiht ist, einem der ersten Geistermönche. Er wurde für seine unermüdliche Arbeit im Dienste des Wasserdrachen in den Himmel erhoben und es heißt, dass die heraufbeschworenen Kräfte durch seinen Einfluss geleitet werden. Der letzte Abschnitt den ihr gefunden habt, warnt jedoch davor, das Ritual an einem Schrein auszuführen, der einem Hüter des Himmelstores geweiht ist, denn das würde den Zorn der Wesen erregen. Die verfluchten Seelen würden dann durch das Ritual für alle Zeiten vom Rad des Lebens gerissen und ihre Kraft würde in alle Himmelsrichtungen zerstreut, was einen düsteren Einfluss auf den Mönch haben kann, der das Ritual durchführt. Also, wir müssen uns merken, Mazung, Quelle des Wassers, und ich glaube, ich weiß auch noch, welche das ist. Und die verbesserten Zahnräder haben wir jetzt, wie gesagt, auch. Und ich dachte mir, hey, machst du noch den kleinen Einschub? Ist zwar kein 100% Let's Play, aber... So, und ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig gemacht. Ich speichere aber trotzdem nochmal. Nur so aus Sicherheitsgründen. So. Genau, das hatten wir ja schon mal. Ja... Versuchen den Mechanismus mit Hilfe der Zahnräder zu reparieren, die ihr gefunden habt. Das machen wir jetzt auch. Ihr benutzt beide Sätze Zahnräder für die Reparatur und setzt alle 5 Meditationsräder in Stand. Der Schaden an den 3 anderen Meditationsrädern ist so groß, dass ihr ihn nicht beheben könnt und ihr bezweifelt, ob sich das System noch weiter reparieren ließe. Jawohl! Die Meditationsräder stehen vor euch. Dank eurer Reparatur lassen 5 davon sich jetzt weiter drehen. Die Reparatur der anderen würde eurer Einschätzung nach Monate dauern. Na dann... Die reparierten Meditationsräder drehen sich leicht und fast geräuschlos. Solche Räder helfen oft, den Geist während der Meditation zu sammeln. Über das Mantra der Eingebung meditieren. Ihr meditiert und lauscht dabei dem Plätschern des Drachenbrunnens und dem sanften Surren des Meditationsrades. Es überkommt euch ein Gefühl der Ruhe. Ihr fühlt euch konzentriert und entspannt. Ihr habt alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die die Meditation mit diesen Rädern bietet. Ein paar Augenblicke vergehen und dann gibt irgendetwas in dem Mechanismus nach. Die Räder stehen sofort still. Ihr bezweifelt, dass sich der Mechanismus noch reparieren lässt. Genau, jetzt haben wir nämlich Verbundenheit mit dem Drachen. Und da schauen wir gleich mal, was das bedeutet. Das ist nämlich, glaube ich, die beste Variante. So. Oh nee, das ist ja nicht hier. Das ist wahrscheinlich bei den Stilen. Ah! Schon im 90. oder 100. Part und weiß immer noch nicht. Techniken. Verbundenheit mit dem Drachen, genau. Gesundheit plus 5, Chi plus 15. Wow, das können wir echt gebrauchen. 5 der alten Meditationsräder in der Klagefestung drehten sich, während ihr meditiert habt. Aber schon bald wurde euch klar, dass sie genau wie das Amulett nur Hilfsmittel zur Ausbildung sind. Ihr könnt die Natur des Wasserdrachens jetzt besser als zuvor verstehen. Und dieses Verständnis bringt euch Macht ein. Wie ihr diese Macht einsetzen werdet, bleibt abzuwarten. Natürlich nur für das Gute. Oh, aber plus 15, das ist echt richtig toll. So, und jetzt müssen wir... Genau, du bist hier... Nein, das war nicht der Matze. Genau, hier gibt es nämlich die 2 jetzt. Das ist einmal diese mit dem Himmelshüter und einmal diese hier. Genau. Dieser Schrein ist Mazung, der Quelle des Wassers gewidmet, einem der ersten Geistermönche. Ihr lasst eure Gedanken vorbeiziehen, ohne ihn nachzuhängen. Ihr fühlt euch ruhiger. Genau, wir meditieren jetzt aber mal. Oh, okay, das war es wahrscheinlich nicht, sondern dann machen wir mal das. Ihr beginnt mit der geistigen Vorbereitung auf das Ritual, welches den Fluch von den Seelen der kaiserlichen Wache nehmen soll, damit sie endlich Frieden finden. Das Ritual vollenden. Während ihr die magische Energie der Geistermönche auf den Schrein lenkt, fühlt ihr, wie all eure Sinne sich erweitern. Ihr spürt die Erleichterung der kaiserlichen Soldaten, überall in der Klagefestung. Ihr fühlt euch leicht erschöpft und setzt das gebündelte Chi frei. Ihr seid sicher, dass die Soldaten ihren Frieden gefunden haben. Das kreisende Rad. Jawohl, Leute! Und damit kriegen wir auch nochmal... Guck mal, wir bleiben auch so sitzen. Okay.
Habt ihr gesehen? Ein kleiner Glitch. Und jetzt schauen wir nochmal. Das ist nämlich auch noch eins der letzten Dinge, die wir hier finden und tun können. Techniken. Das kreisende Rad. Fokus plus 7, Chi plus 7. Die letzten Überreste der verfluchten Armee des Kaisers sind aus der Klagefestung verschwunden. Und im Wind liegt immer noch ein dankbares Flüstern. Es lenkt euch keineswegs ab, dient jedoch als stete Erinnerung an die vor euch liegenden Aufgaben und erleichtert es euch, euren Willen zu stehlen. Wow, Leute, jetzt haben wir noch mal ein paar Extras bekommen. Das heißt, wenn wir jetzt nicht bereit sind, dann weiß ich auch nicht. Jetzt laufen wir ein bisschen langsamer. Ja, Leute, und deswegen wollte ich sagen, wir machen hier einen kurzen Cut und dann springe ich zurück zu der, ja, ich sag mal, zu der Challenge mit dem, mit der Brücke. Genau, das müssen wir schaffen. Also, bis gleich. Hallo, Leute, und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Oh, nein, noch nicht zu einer neuen Folge, sondern zu einem neuen Nachtrag sozusagen. Wir sollten ja hier eigentlich die Klagefestung noch weiter durchsuchen, aber ich denke, das können wir erst machen, nachdem wir die Brücke verteidigt haben. Und ich würde sagen, deswegen versuchen wir jetzt mal, das wieder zu schaffen. Aber wir speichern jetzt mal davor, damit ich nicht nochmal alles machen muss. So. Nein, nicht laden. Speichern bitte. Mit dem schönen Speicherbildschirm. So. Ich muss die Fe Ja, das hatten wir schon. Jetzt kommen die Bösen. So, der Anfang war ja noch relativ leicht. Okay. Also wie gesagt, das hier ist, diese Stelle hier ist ja ein wenig verbuggt. So. Lass hier mal ein bisschen näher kommen. Schwierig wird es eigentlich auch erst, wenn. Seht ihr, das meinte ich. Er war gerade schon bis zu Kang vorgedrungen. So. Aber wir schaffen das schon. Einmal scheitern ist in Ordnung. So. Und? Heiliger Bolzen! Eine der Zündschnüre hat sich gelöst! Ich brauche noch eine Minute oder zwei! Überraschung. Was seid ihr für ein Trottel? Nun macht schon! Nein, ich möchte gerne mal auf den zielen, ja. So. Der macht nämlich hier den Ärger. Wir müssen nämlich etwas selektiver sein. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, habe ich gemerkt, die Richtung zu steuern. Ja, Lotus-Assassin. Nein. Nix da. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Wo ist er? Ah, man hat sogar zwei Bildschirme. Ich verstehe. Komm schon, Kang. Kang, jetzt wäre der Richtige. Fertig. Und jetzt nichts wie weg hier, bevor alles hochgeht. Die Zündschnur ist kurz. Sehr schön. Woo! Leute, wir haben's. Oh, auch gerade noch rechtzeitig, wie man sieht. Kommen die Belagerungsgolems wenigstens nicht weiter. Das wird den Großteil der Truppen aufhalten, aber Flieger brauchen keine Brücken. Unsere Freunde im Tempel haben höchstens ein paar Minuten gewonnen. Ja, aber das kann schon entscheidend sein. Aber die Frage ist noch, wie besiegen wir ihn? Okay, dann schnell los. Wir müssen ja eigentlich auch noch. Oh, jetzt wird zwar die Prinzessin angezeigt im Dings, aber. Ach so. Genau. Wir sollen Schätze finden. Das müssen wir den anderen auf jeden Fall noch sagen. Okay, mit mächtigen Waffen angeblich. Was kann das wohl sein? Ja, die Hand des Todes. Auf sie werden wir auch noch treffen. Sehr, sehr wahrscheinlich. Der Fluch, Morgenstern und die Prinzessin waren so gut. Jetzt geht's erst ein paar Minuten später los. Schon besser. Seid still, haltet euch bereit. Schon besser. Oha! Mann, was?
das für ein dicker Bober? Endlich mal ein anständiger Kampf. Zeig ihm, was du kannst, schwarzer Wirbelwind. Neues Gruppenmitglied. Oh. Ja. So. Und. Okay, der ist wirklich ein bisschen schwer zu schlagen. Warte mal, ich will diese Flasche dort. Wow! Das war knapp. Ja, da brauchen wir schwere Angriffe. Und, oh, der hat natürlich keine Reichweite. So, die Kleinen hier, die sind kein Problem für uns. Aber so ein Golem. Jetzt ist aber mal genug hier. So. Und. Okay, wir machen trotzdem kaum Schaden. Wow, aber er macht ganz schön heftig Schaden. Wow. So. Das ist hier genug. Da, ich will die Flasche. Kann ich die Flasche haben? So. Jawohl! Ich glaube, wir sollten zurück in den Tempel. Und zwar schnell, bevor diese Flieger noch mehr Lotus-Assassinen absetzen. Je mehr, desto besser. Lasst sie nur kommen. Na, aber sterben wollen wir auch nicht. Schwarzer Aber im Tempel wären wir sicherer. Sicherer sind wir, wenn wir die Gegner vernichten, die sie uns schicken. Aktive Verteidigung ist mein Ding. Aktive Verteidigung. Oh Mann. Man kann ihn doch nur lieb haben. So. Wieder ein Speicherpunkt. Oh, wir kriegen... wieso kriegen wir... Okay. Warte mal. Wir haben jetzt scheinbar... Aber warte mal, gilt das für uns? Ah, es gilt für ihn. Okay, dann ist halb so wild. Aktive Verteidigung. Genau. Eigentlich sollten wir noch die Schätze suchen, aber die wissen ja noch nichts davon. Okay, 15 haben wir erledigt. Das ist scheinbar das Minimum. Okay, wir haben jetzt quasi Möglichkeiten. Ja, hier ist wieder der Soundfehler. Wir gucken mal. Oh, Skibecken. Auch wenn wir es nicht brauchen. Ah, der macht sogar das Gleiche. Cool. Hallo. Wow. Ah, jetzt mit Gift arbeiten wir jetzt, ne? So. So. Genau. Aktive Verteidigung. Ich muss immer. Leute, das ist immer das Problem, wenn man Let's Play, da muss man sich jetzt noch konzentrieren. Unsagbares Gemetzel. Okay, was war das? Unsagbares Gemetzel. Ich würde sagen, wir erledigen noch ein paar, wieso nicht? So verschaffen wir unseren Freunden noch mehr Zeit. So. 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 Unsagbares Gemetzel erinnert einen ein wenig an God of War. Okay. Mhm. Ja, wir sind ja immer noch ganz gut dabei, finde ich. Schaut mal, ein Fokusschrein. Allerdings bringt uns das, glaube ich, nichts, aber wir können ja trotzdem mal. Genau, das bringt uns leider nichts. Schätze und Waffen, aber wo sollen die sein? Okay. Denn wir haben ja eigentlich schon relativ viel durchsucht, muss ich sagen. Aber mir gefällt das jetzt richtig gut. Auch diese Art von Finale, dass man jetzt nochmal mit allen zusammen kämpft und nochmal zeigt, was man drauf hat. Aber ich glaube, das war's schon. Weil hier kommen wir bestimmt nicht lang. Genau. Das heißt, wir können zurück. Schwarzer Wirbelwind bei der Verteidigung des Himmels. Er sollte sich weiter nach Norden. Okay. Ja, Leute, dann haben wir jetzt noch einen kleinen... Ach, übrigens, dort findet ihr die letzte Seite, und zwar genau hier, an dem Skelett, was jetzt schon weg ist. Ah, hier findet ihr die letzten Zahnräder. Falls ihr das auch nochmal so nachstellen wollt wie ich, mit dem, ja, besseren Ende für die Meditationsräder, sag ich mal. Okay, haben wir das jetzt auch. Nehmen wir nochmal das Chi mit. Und zack. Aber sieht man wirklich, also schwarzer Wirbelwind ist wirklich kaum zu schlagen. Einfach so ein Hühner. Da haben sie ja auch die besten beiden zusammengetan, muss man sagen. Oh, hallo! Schönen guten Tag! Die Herren! So. Ja, also, man muss wirklich sagen, also ohne eure...
Ohne eure Freunde? Aus Stein seid ihr ziemliche Lappen, muss man sagen. So. Ich frage mich auch, haben die jetzt den Alkohol dabei oder wie läuft das ab? So. Unsagbares Gemetzel. Okay, wir gehen aber mal weiter nach Norden. So. Wir müssen ja unsere Freunde verteidigen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo wir sind. Also wir, der Geistermönch. Okay. Bei dem Krach höre ich die Schreie meiner Feinde ja gar nicht mehr. Hoffentlich hat Walter Himmel einen guten Grund für das Gebimmel. Ein paar Assassinen müssen irgendwie an uns vorbeigekommen sein. Ich gehe nachsehen. An mir ist keiner vorbeigekommen. Zumindest nicht mit allen Körperteilen. Geht nur. Ich habe viel zu viel Spaß hier. Okay, dann passt auf euch auf. Kommt zu Papas Äxten, alle miteinander. Oh Mann. Mach sie platt. Schwarzer Wirbelwind, mach sie platt. Da seid ihr ja. Ich habe die Falle vorbereitet und das Signal gegeben. Jetzt seid ihr an der Reihe. Oh, was sollen wir denn machen? Falle? Signal? Habe ich was verpasst? Nein, ich konnte bisher noch nicht mit euch darüber sprechen. Bitte lasst es mich erklären. Das wird euch gefallen. Okay. Hoffe ich. Schieß los. Man hat mich angesprochen. Ein paar Mal. Die Lotus-Assassinen haben mir vieles angeboten. Sogar, dass ich vielleicht meine Tochter zurückbekomme. Aber glaubt mir, ich hatte nie vor, euch zu verraten. Ihr habt mir gezeigt, dass die Welt, dass mein Leben nicht so sinnlos ist, wie ich früher dachte. Meine Tochter ist schon lange tot. Das Angebot beweist nur, in welche Bedrängnis ihr sie gebracht habt. So ist es. Warum habt ihr mir nie davon erzählt? Dann wäre ich vorbereitet gewesen. Ich bin froh, dass ihr mir vertraut, aber warum planen sie trotzdem einen heimlichen Angriff? Ich ließ sie in dem Glauben, dass ich mitmachte. Aber hört mir erst einmal zu. Ich wusste nicht, ob sie weitere von uns auf ihrer Seite haben. Dann hätte die Hand des Todes vom Scheitern des Plans erfahren. Das ist die Chance, den Anführer von seiner Truppe zu trennen. Die Hand des Todes glaubt, dass er mit einer Gruppe Assassinen ungehindert in den Tempel kommt. Aber ich habe eine Überraschung für ihn. Ich habe Fallen vorbereitet. Ich hatte Kang doch um Sprengstoff gebeten, wisst ihr noch? Die Lotus-Assassinen werden sterben. Und dann gehört die Hand des Todes euch. Ich werde also die Hand des Todes erledigen und damit wäre die Armee am Ende. Guter Plan. So hochmütig wie der ist, wird er nicht einmal auf den Gedanken kommen, dass meine Loyalität euch gegenüber stärker sein könnte als meine Furcht vor ihm. Die Glocke war das Signal. Er wird bald hier sein. Okay, Leute, das klingt nach Endkampf. Ich danke euch übrigens für diese Gelegenheit. Ich selber wäre der Hand des Todes nie gewachsen. Aber er soll dafür bezahlen, dass er mich für so schwach gehalten hat. Wollte mich mit meiner Tochter erpressen, dieser Dreckskerl. Sorgt dafür, dass er leidet. Das wird er. Sehr gut, Weiter Himmel. Ihr wart ein nützliches Werkzeug. Da irrt ihr euch, fauliger Haufen Abschaum. Wow, du solltest auch nicht die ganzen Tempel hier auseinandernehmen. Das dürfte ihn etwas umgänglicher machen. Ich bin mit meiner Verletzung vielleicht nicht in der Lage, gegen ihn zu kämpfen. Aber das hier konnte ich zumindest tun. Danke, Walter Himmel. Ich gehe die anderen warnen. Okay. Ihn umgänglicher machen? Ihr habt eure Leute besser im Griff, als mein Herr dachte. Das Versprechen, sein totes Kind zurückzubekommen, ist eine Motivation, der nur schwer zu widerstehen ist. Tja, nicht alle fallen auf euch rein. Ich habe sie nicht im Griff. Eure Macht beruht auf Furcht, meine auf Loyalität. Furcht ist das richtige Mittel für die Massen. Das ist der Grund, warum es mich gibt. Ich bin der Wille des Kaisers. Ich bin die Hand des Todes. Sun Li will, dass ihr sterbt. Ich muss gehorchen. Nun, wir werden sehen. Der Wille meines Herrn leitet mich. Die Kraft des Drachen nährt mich. Ich bin unbesiegbar. Ich muss gehorchen.
Ja, Leute, und da seht ihr auch wieder, wir hatten ja einmal von diesem Verbot erfahren, quasi das Schlimmste, was wir tun können, die schlimmste Blasphemie. Und die war ja, dass man ein lebendiges Wesen bindet, also nicht nur Geister, sondern ein lebendiges Wesen. Und ich glaube, das ist hier passiert. Dann kämpft, und wenn ihr das müsst, aber mich besiegt ihr nicht. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Episode. Die ist nämlich jetzt wieder, ja, ich denke, wir sind jetzt bei ungefähr 20 Minuten. Wie immer danke ich euch fürs Zusehen, danke euch für eure Kommentare und danke euch für den Daumen nach oben. Ihr wisst, das freut mich immer sehr. Ja, und in der nächsten Folge zeigen wir der Hand des Todes mal, was wir alles gelernt haben. Also, bis dahin. Tschö.